Das Orgelporträt. Die Knauforgel in Aspach. Aspach ist ein Ortsteil der Landgemeinde Hörsel im Nordwesten des thüringischen Landkreises Gotha. Der Ort liegt etwa 7 Kilometer westlich der Kreisstadt Gotha und am Südhang des Sallberges, der die Wasserscheide zwischen Hörsel und Nesse bildet. Am Südrand des Ortes fließt der Assebach, der dem Dorf den Namen gab. Die erste urkundliche Erwähnung erfuhr der Ort als Aspach im Jahre 932 in einer Urkunde, in der er durch König Heinrich I. dem Stift Hersfeld zugewiesen wurde. In Aspach lag der Frei- oder Dinghof der Herren von Aspach, die später nach Emleben umsiedelten und dort gegen Ende des 17. Jahrhunderts ausstarben. Dann kam der Ort im Amt Tenneberg an das Geschlecht derer von Tangel und fiel 1676 an die von Wangenheim, von denen er an einige Einwohner verkauft wurde. 1994 war Aspach eine der 7 Gründungsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Hörsel. 2011 wurde aus 10 bisher selbstständigen Gemeinden die Landgemeinde Hörsel neu gebildet. Die evangelische Dorfkirche ist dem heiligen Ulrich geweiht. Sie stammt ursprünglich aus dem Jahr 1417 und wurde 1614 erstmals erweitert. Im Jahr 1867 wurde der Bau einer neuen Kirche beschlossen und die alte Kirche wurde bis auf den Turm abgerissen. Die neue Kirche wurde am 3. Dezember 1871 eingeweiht. In jüngster Zeit wurde die Kirche zu einer ansprechenden Taufkirche mit Taufbecken im Boden umgestaltet, ein sehr ansprechendes und zeitgemäßes Projekt, das Beachtung verdient. 1871 erhielt die Kirche auch eine Orgel aus der Werkstatt von Guido Knauf aus Gotha. Sie ist bis heute praktisch unverändert erhalten geblieben und wurde vor kurzem gereinigt und instand gesetzt. Wir hörten ihr volles Werk eingangs in einem Choralvorspiel von Christian Heinrich Rink über den Choral »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren«. Es folgt »Herzlich lieb hab ich dich, o Herr« aus der Feder von Robert Schaab. Dieser leider wenig bekannte Komponist wurde 1817 in Röta bei Leipzig geboren, war Schüler Mendelssohn Bartholdys und wirkte Zeit seines Lebens als Lehrer und Organist in Leipzig. Thank you.
Guido Knauf, der Erbauer der Orgel in Aspach, wurde 1830 in die Orgelbauerfamilie der Knaufs hineingeboren, die ihren Stammsitz damals in Groß-Tabarz bei Gotha hatte. Er erlernte bei seinem Vater Friedrich Knauf das Orgelbauhandwerk und war ab 1857 Mitteilhaber des väterlichen Unternehmens. Es begann eine lange Zeit des gemeinsamen Wirkens von Vater und Sohn und eine genaue Zuordnung von in jener Zeit entstandenen Orgeln an Friedrich oder Guido Knauf ist oftmals schwierig, da die Orgelbauverträge in jener Zeit, soweit bekannt, immer mit Friedrich Knauf und Sohn abgeschlossen wurden. 1864 wurde auch die Firmenbezeichnung offiziell in Friedrich Knauf und Sohn geändert und 1870 wurde die Werkstatt von Groß-Tabarz nach Gotha verlegt. Über sein traditionelles Absatzgebiet hinaus erschloss sich die Firma Knauf damals neue Absatzgebiete. 1866 wurden zwei Orgeln nach Estland geliefert und um 1870 gingen einige Instrumente in die Gegend von Wetzlar und Dillenburg. In den Jahren 1875 bis 1877 wurden laut Firmenchronik auch einige Werke nach Russland geliefert und auch die baltischen Länder Estland und Lettland erhielten in den 1870er Jahren einige Instrumente. Diese sind teilweise sogar bis heute erhalten und einige der estnischen Knauforgeln kamen schon in den 1970er Jahren zur Ehre einer Schallplattenaufnahme. Als in Westdeutschland die wenigen dort erhaltenen Knauforgeln, wie etwa in Heimbach bei Fulda, noch relativ bedenkenlos dem entsprechenden Verdikt von Sachverständigen geopfert wurden. 1871 erfolgte der Orgelbau in Aspach mit 19 Registern auf 2 Manualen und Pedal. In den Jahren danach hatte Guido Knauf auch dadurch immer genug zu tun, da man vergleichsweise preiswert Orgeln umbaute und dem damaligen romantischen Zeitgeschmack anpasste. So sind etwa die Ratzmann-Orgeln in Ballstedt und Ohrdruff von Guido Knauf entsprechend umgearbeitet worden. Knauf baute alle seine Orgeln ganz in der von seinem Vater übernommenen Weise, mit Strahlenmechanik und chromatischen Laden. Guido Knauf war zeitlebens ein Verfechter von Schleiflade und mechanischer Traktur und so war gegen Ende des 19. Jahrhunderts sein Stern im Sinken. Die Ära der mechanischen Schleiflade ging zu Ende. 1897 verlangte die Gemeinde Sonneborn, im Kerngebiet der Firma Knauf gelegen, für ihren Orgelneubau ausdrücklich eine pneumatische Traktur. Knauf gab zwar ein Angebot ab, hätte die Traktur aber über einen Zulieferer beziehen müssen. Er erhielt den Auftrag nicht. Im Jahre 1900 verkaufte Knauf seine Werkstatt an seinen Mitarbeiter Hugo Böhm aus Waltershausen. Bis 1911 war Guido Knauf noch als Privatmann in Gotha ansässig. Danach verliert sich seine Spur. Die 1871 eingeweihte Orgel von Guido Knauf in Aspach
ist in vielen Details ganz typisch für ihren Erbauer. Chromatische Laden, Strahlenmechanik, seitliche Registerzüge, Posaune mit zylindrischen Zinkstiefeln und Flügelmuttern zum Stimmen sind nur die wichtigsten Merkmale seiner Handschrift. Die Manuale besitzen einen Tonumfang von Groß C bis zum dreigestrichenen F. Die Disposition des Hauptwerks ist auf dem Prinzipal 8 Fuß aufgebaut. Dazu finden sich in 8 Fußlage weiterhin die Register Gedackt, Hohlflöte und Gambe. Ein fülliger Bordun 16 Fuß grundiert den Klang, der von Oktave und Gedacktflöte 4 Fuß aufgehellt und von einer dreifachen Mixtur und einem dreifachen Kornett konturiert und bekrönt wird. Dazu kommt, dies ist ebenfalls typisch sowohl für Vater Friedrich als auch für Guido Knauf, die Pfeifenreihen von Quinte 3 Fuß und Oktave 2 Fuß in einem Registerzug. Andernorts heißt so ein Register dann Rauschquinte. Bei Knauf jedoch findet sich diese Bezeichnung meines Wissens nach nie. Das Oberwerk besitzt die Stimmen Geigenprinzipal, Flauto Traverse und Salicet 8 Fuß sowie Oktave und Flauto Dolce 4 Fuß. Das Pedal, das bis zum eingestrichenen D geführt ist, besitzt Subbass und Posaune 16 Fuß sowie Oktavbass und Gedacktbass 8 Fuß. Dazu kommen eine Manual- und eine Pedalkoppel. Abschließend erklingt das volle Werk der Knauforgel in Aspach in einem Postludium von Albert Becker, der 1834 in Quedlinburg geboren wurde und 1899 in Berlin starb. Als Professor und Kompositionslehrer hatte Becker einen hervorragenden Ruf. Sein berühmtester Schüler war Jean Sibelius. Ab 1889 wirkte er als Leiter des Königlichen Domchores in Berlin. Die Bedeutung der Knauforgel in Aspach liegt in ihrer nahezu unberührten Erhaltung. Sie ist ein Musterbeispiel für eine Dorforgel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Thüringen, eingebettet in die lokale Orgelbaugeschichte, die kontinuierlich vom Frühbarock über alle Phasen der Romantik bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts reicht.